Erstmal gehen wir raus. Wir haben ein Schwert, wir haben ein Schwert, wir haben ein Schwert. Wer hat ein Schwert? Ich habe ein Schwert. Ihr nicht. Warum sage ich wir? Ihr habt kein Schwert. Ich habe ein Schwert. Lass mir mein Schwert. Das ist meins. Hä? What? Ein Schikastein? Was macht denn ein Schikastein hier? Wie redet ein Stein? Ernsthaft. Was für eine Stimme soll ein Stein haben? Hallo, hallo, junger Mann. Komm doch mal rüber zu mir. Ich habe Süßigkeiten. Und Kaninchen. Ich bin ein Schikastein. Ja, sag ich doch. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Lass mich direkt zur Sache kommen. Ich denke, du wirst hin und wieder nicht wissen, was du tun sollst, wie es weitergeht. Wenn du dir mal bei einem Rätsel vergeblich den Kopf zerbrichst und dir keine Lösung einfällt, komm zu mir, auf die dunkle Seite des Blumenbeets. Im Moment habe ich nichts für dich, aber wenn du später wiederkommst, kann ich dir was Tolles zeigen. Und du mir dann auch, hoffe ich. Alles Gute. Okay, merken wir uns. Da ist ein Schikastein, der irgendwas von uns will. Oder uns irgendwas geben will. Ist mir beides recht. Gut. Sowas finde ich einfach nur schön, wenn so Leute am Wegesrand stehen, die man nie gesehen hat und einfach nur nett zu einem sind. So muss die Welt doch sein. Wünschen wir uns das nicht alle. Und Herzen blühen am Wegesrand. Ach ja, what a wonderful world. Gut. Ich wollte zum Wasserfall, wollte ich nicht. Da muss ich dahin. Ich bin gerade... Okay, ich muss dahin. Gut, da lang. Orientierungssinn for the win. Das hat sich jetzt gereimt. Bin ich nicht ein guter Poet und ein schlechter Sprinter? Hep, 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 hep. So. Und dann... Oh, Moment. Geht's hier noch weiter, oder? Ach, von da oben fällt Wasser runter. Hier beginnt die Höhle hinter dem Wasserfall. Vorsicht vor blutsaugendem Getier. Au, ich hab da letztes Mal Geier gelesen, oder? Getier, blutsaugendes Getier, was für ein präzises Schild. Zutritt für Kinder streng verboten. Jetzt, wo ich mal kombiniere und hier der Wasserfall ist und ich jetzt ein Schwert habe... Aha! Ich habe einen, eine Kurve geschnitzt. Wie werde ich die jetzt? Aha! Moment, ist das echt so präzise hier? Ah, hier komme ich jetzt durch. Cool. Also die Schwertführung scheint ziemlich gut zu sein. Meine Fernbedienung hat nur noch einen Streifen. Das ist nicht gut. Ich habe noch keinen Akku in der Wii Remote Plus. Muss ich mir noch entweder einen kaufen oder von einer meiner anderen beiden Fernbedienungen einen reintun. Ah, blutsaugendes Getier! 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 Das sind übrigens Fledermäuse, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Die kann man auch so nennen. Bleibt jetzt dieses Batteriesymbol die ganze Zeit da unten rechts stehen? Und was ich mich außerdem frage, ist das hier schon der erste Dungeon? Eigentlich? Wasserfall. Sieht nicht danach aus irgendwie. Wow, 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 wow. Okay. Wo kommt die Erdenflüssig her? Schleim! Oh, Mann. Schleim! Das ist ein Slimer oder so. Kann ich nicht einen Fangstoß machen? Oh, schade. Okay. Also das gute alte Anvisieren funktioniert aber auch immer noch. Ein grüner Rubin. Er ist ein Rubin wert. Sammle so viele davon, wie du kannst. Werde ich machen. Danke für die Information.
die auch noch niemand zuvor kannte. Was bist denn du? Bist du auch eins von diesen Sekten, die man fangen kann? Aber ich habe kein Netz. Ich weiß nicht, ob es auch so irgendwie geht. Naja, gehen wir erstmal weiter. Hier geht's weiter. Gut. Habe ich es getötet? Der Titel heilt. Ich frage mich gerade, ob die Batterie eigentlich schneller Leistung verliert, wenn wenn ich diese Bewegungen mache, die so präzise sind. Wäre ja irgendwie sinnvoll, wenn das wäre. Ah, die Ausdauer, ne? Die wird, glaube ich, noch ein paar Mal mein Feind. Das kann ich mir schon so ungefähr vorstellen. Hier kann man hoch. Und da ist eine Truhe. Du hast deinen roten Rubin erhalten. Er ist 20 Rubine wert. Was für ein Glück. Okay. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Let's Play noch ein bisschen musikalisch untermalt wird. Okay. Ah! Slime Rape. Nicht nett. Da müsste ich raufkommen, oder? Jupp. Na, Fledermäuse, Fledermäuse, Fledermäuse. Wobei, ich glaube, in Zelda heißen sie nicht Fledermäuse. Sie heißen Monsterclown. Nein, sie heißen Flederbeißer, glaube ich, ne? Liege ich richtig oder habe ich recht? Du hast ein Monsterklaue erhalten. Diese Klaue stammt von einem Monster. Ach was! Und sieht äußerst gefährlich aus. Okay. Oh, okay. Ist anscheinend ein Collectible Item. Bin ich mal gespannt, was... Enge Löcher. Enge Löcher sind immer nett. Denn da sind rote Dinger drin. Rubine. Meine ich natürlich. Ne? So. Licht! Wobei die Höhle die ganze Zeit schon hell war. Was soll das eigentlich? Speichern. Sollte ich möglicherweise jetzt öfter tun, wo die Batterie nachlässt? Ich habe jetzt nämlich spontan keine andere zur Hand. Speichern. Speicher das Spiel. Speichervorgang erfolgreich. Oh Gott, ich dachte gerade, es wäre Navi. Aber eigentlich mag ich Navi, also was... naja. Was, das sollte mich eigentlich gar nicht erschrecken. Ich mag Navi. Ja, ich finde sie gar nicht so nervig. Okay. Andi! Ach, Zelda ist es. Da bist du ja, Andi. Ich habe gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist und dich von der Luft aus gesucht. Moment. Ah, okay. Ich habe gehört und ich habe gesucht. Ja, gut. Das passt. Ich habe gerade über die Grammatik nachgedacht. Und? Hast du deinen Wolkenvogel gefunden? Das sehe ich so aus? Ja. Bardo und seine Kumpels sollen sich oft dort hinten herumtreiben. Gehen wir. Hä? Wer ruft da? Oh, tut mir leid. Ich war kurz abgelenkt. Gehen wir. Du bist überhaupt nicht angsteinflößend, Zelda. Wollte ich nur mal so anmerken. Ne? Du machst mir nie Angst. Nie. Wirklich. So. Yay. Ich habe eine Zelda, die mir folgt. Achievement unlocked. Kann ich mit dir reden? Worauf wartest du, Andi? Schnell. Okay, da geht's lang. Da ist er ja! Vögelchen! Dein Wolkenvogel! Warum rennt sie voraus? Okay, ja. Vögelchen! Ich hole dich da... Ja. Siehst du, wie elegant ich dich da raushole? Ah, mach ich sogar. Ja, gut. Kann ich auch die Balken zerschneiden?
Scheine ich nicht zu können. Gut, dann eben die Seile. 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 So. Geht doch. Du klingst sehr erschöpft, Vögelchen. Ob ich dir einen Namen geben sollte? Falls du noch eine größere Rolle spielst, was ich mal irgendwie annehme. Jetzt habe ich wieder zwei Balken? Ah, nee. Nicht. Vögelchen, hast du mich vermisst? Jetzt kannst du wieder deinen Flügel ausbreiten. Ja. Komm! Ja, toll. Jetzt habe ich dich gerettet und du fliegst weg. Und die finden das auch noch gut. Sehr toll. Los, Andi. Eil dich, sonst verpassen wir noch die Vogelreiterzeremonie. Wurde nicht verschoben? Ruf deinen Vogel. Hey, Andi. Diese Stimme. Hast du es auch gehört? Sag mal, wirst du auch so von Steinen manchmal angesprochen? Haben wir was gemeinsam? Kann es sein? Oder so? In letzter Zeit habe ich das oft. Ich habe das Gefühl, als rufe mich irgendjemand. Zelda, keine Suizidgedanken, ne? Die sind böse. Andi, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Alle sagen, da gäbe es nichts. Aber was heißt das, da ist nichts? Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Niemand hat sich je dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel stets über den Wolken. Aber eines Tages möchte ich dort hinuntergehen und selbst nachsehen. Warum fliegt nicht einfach jemand mit seinem Vogel unter die Wolken? Tut mir leid, dass ich dir sowas erzähle. Komm schon, lass uns gehen. Sieh doch, auch dein Vogel wartet auf dich. Nein, eigentlich nicht, er fliegt rum. Wenn du gesprungen bist, musst du unten drücken. Diesmal wird dein Wolkenvogel kommen. Bist du sicher? Na gut, er ist zwar nicht eingesperrt, aber... bist du sicher, dass er mich auch mag und so? Also noch, nachdem ich ihn so lange hab, nicht gesucht... Yay, Skydiving! Und wann soll ich unten drücken? Wann? Na? Ah ja. Gut. Yippie! Erfolgreich. Wir haben unseren Vogel zurück. Quest abgeschlossen. Yay! Fliegen! Wo fliegen wir eigentlich hin? Nach der ganzen Aufregung sollten wir erst noch einmal alles durchgehen. Fühlst du dich bereit zu fliegen, Andi? Wir fliegen doch gerade. Du bestimmst die Richtung, in die dein Wolkenvogel fliegt, indem du die Wiefenbedienung nach links und rechts schwingst. Neigst. Falls du schneller fliegen möchtest, wege die Wiefenbedienung ruckartig nach oben und unten, um an Höhe zu gewinnen, und neige sie dann nach unten. Was? Ruckartig nach oben und unten? Man Höhe zu finden, dann neige sie. Okay. Immer wieder ruckartig nach oben und unten bewegen. Dann nach unten neigen. Das ist der ganze Trick. Ist auch überhaupt nicht kompliziert. Und? Ist in deinem Wolkenvogel alles in Ordnung? Steuere ich eigentlich gerade oder? Ah, okay. Ja, scheint so. Ah, und so gleitet man, verstehe. Wenn du auf deinen Wolkenvogel reitest, drücke jederzeit 2, um die Steuerung anzeigen zu lassen. Kann ich zentrieren irgendwie? Weil gerade ist das ein bisschen... Naja. Ah, jetzt geht's. Gut. Außerdem kannst du A drücken, um kurz zu beschleunigen oder anzugreifen. Drücke B, um langsamer zu werden. Okay. Ich nehme an, das mit den Federn ist so ähnlich wie bei Epona, wenn man reitet. Das heißt, wenn man A drückt... Ah ja. Genau. Ist ziemlich genauso wie bei Epona. Gut. Andi, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Mein Wolkenvogel scheint in Ordnung zu sein. Vater und die anderen warten sicher schon. Beeilen wir uns.
Okay. Flugtutorial absolviert. Scheint recht gut zu funktionieren. Ja, und wie ich speichern will. Mit der geringen Batterie kann man nie wissen. Ich werde wahrscheinlich auch bald Schluss machen. Wenn mich nicht die Wii schon vorher dazu zwingt, als ich es will. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Ich werde nun meinen Vater berichten. Dass sie sich immer so formell ausdrückt. Oh nein, es ist Frisur. Hey, Andy! Ach, du hast ein Federvieh gefunden. Wir haben hier seit morgen geübt. Seit dem Morgen. Warum kriegt ein Nichtskönner wie du eigentlich immer eine Extrawurst, hä? Weil du schon eine in Form von deinen Haaren hast. Darum. Und jetzt tauchst du auch noch mit Zelda auf? Allein traust du dich wohl nicht, was? Zelda allein und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Da bildest du dir mächtig was drauf ein, stimmt's? So ist es doch, oder? Also redet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. Ha! Der Sieger der Zeremonie, und das werde natürlich ich sein, erhält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, den Paraschal. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Den Paraschal, den sie selbst getragen hat, in meiner Hand. Er riecht bestimmt toll. Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide, ungestört, Zelda und ich, ganz allein da oben. Ich werde bestimmt rote Wangen kriegen. Bardo, hinter dir! Was ist denn? Stört mich nicht. Wir beide, wie? Ganz allein, ja? Ja? Ja, also, Andy, gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf. Ganz sicher. Bis dann, Zelda, und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen, ja? Ich bin der, der fliegen kann. Daran erkennst du mich. Ne? Weißt Bescheid. Ich geh da mal. Ne? Bis denne. Hey, Pardo, wart auf uns! Wie hat so jemand überhaupt Freunde? Naja. Ein guter, ehrlicher Wettkampf? Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Andy, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes. Ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Nur wir zwei? Da fällt mir die Entscheidung ehrlich gesagt schwer. Eigentlich macht es Spaß irgendwie. Glücksrad. Genau. Ich mache jetzt einfach Glücksrad und drücke in irgendeinem Moment A. Ich habe gerade die Augen zu. Was habe ich gesagt? Bitte? Das hätte ich nicht von dir gedacht, Andy. Ich habe gesagt, stimmt's? Ach Mann, was bin ich ein Loser. Hey! Die Vogelreiterzeremonie beginnt. Die auserwählten Schüler bitte zum Start. Also dann, Andy. Bis gleich. Also wirklich...